So Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir bauen heute dieses impulsante Viereck dort oben weiter. Wir sind ja letzte Folge dabei aufgehört, dass wir nicht mehr genug Stuff haben. Ich habe jetzt hier offscreen noch ein bisschen was geholt. Habe auch versucht, diese Nether-Portal-Kacke zu fixen. Aber ich denke mal, das muss ich irgendwie nochmal mit einem Erklärungsvideo nebenbei machen. Trotz dessen hoffe ich wirklich, dass wir heute mit dem Stuff, den ich jetzt habe, alles fertig kriegen. Ich gebe dafür auch mein Bestes. Eigentlich dürfte ich oder hätte ich nur noch 10 Minuten Zeit, um aufzunehmen, weil heute eigentlich noch was anderes ansteht. Aber ich nehme heute einfach die Zeit und mache das noch schnell fertig. Und nebenbei wieder vielleicht ein bisschen Stories erzählen, ein bisschen meine Meinung sagen. Und es tut mir leid, falls meine Stimme gerade ab und zu ein bisschen abkackt. Aber irgendwie hatte ich gerade den Hustenanfall meines Lebens. Deswegen hört sich das gerade alles so schlimm an. Folgst du eher deinem Kopf oder Gefühlen? Also Leute, ihr könnt übrigens in den Kommentaren gerne mitantworten, wenn ihr möchtet. Wenn ihr dazu die Lust habt, ist kein Problem. Schaue ich mir gerne an. Das Ding ist, ich folge meistens eher meinen Gefühlen. Weil ich sagen muss, Gefühle, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, dass Gefühle was Übernatürliches haben. Gefühle gehen natürlich wissenschaftlich gesehen alle vom Gehirn aus und bla bla bla. Aber irgendwie glaube ich, dass Gefühle uns auf den richtigen Weg oft bringen. Dass Gefühle uns oft von diesem trostlosen Weg abbringen und halt auch mal was Verrücktes machen, was oft nicht unbedingt schlecht sein muss. Und deswegen würde ich sagen, ich gehe oft jetzt nach dem Gefühl. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der Klassenarbeit sitze und mein Kopf sich denkt, yo, eigentlich ist es so richtig, aber mein Gefühl sagt, ja, eigentlich wäre das richtig, dabei ist mein Kopf eigentlich richtig, dann nehme ich auch die Kopfvariante. Aber wenn es jetzt rein um Situationen aus meinem Alltag geht, nehme ich eigentlich immer oder fast immer die Gefühlsvariante, weil ich diesen Weg einfach viel spannender finde, als wenn ich jetzt immer nach der Logik gehen würde. Was machst du leidenschaftlich gerne? Also natürlich erstmal YouTube so. YouTube ist einfach meine pure Leidenschaft. Dieses Video schneiden, hochladen, auch sich mal Stress deswegen machen, weil halt ein Video rechtzeitig kommen muss, das ist einfach das, woran ich einfach komplett aufgehe. So, das macht mir so viel Spaß, das ist unfassbar. Natürlich zeichne ich auch sehr aktiv. Sehr viel, sollten viele von euch wissen, oder ein paar wenigstens. Und Alter, spawn hier diese Giant Slimes. Ich hätte das Dach zuerst bauen sollen. Ah, ah, oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Die greifen mich hier an, die Pisser. Die Beleidigung wollte ich jetzt natürlich nicht sagen. Ihr kleinen viereckigen Apfelwürfelchen. So, alles erledigt, Alter. Hab ich mich erschrocken, ich wäre einfach fast runtergefallen, ne? Ja, und dieses Zeichen, das ist natürlich auch eine Leidenschaft, so. Es ist zwar immer schwer, so beides unter einen Hut zu bekommen, vor allem, weil ich ja zurzeit auch noch Schule mache, so. Dass ich dann auch Zeit fürs Zeichen habe, wie neben den Videos. Aber oft kacke ich dann einfach abends drauf, dass ich jetzt noch eine Stunde länger wach bin und zeichne dann einfach, weil ich so viel Bock darauf habe. Zeichnen ist seit so circa anderthalb Jahren einfach ein Teil meines Lebens fast geworden, würde ich behaupten. Also ohne Zeichnen könnte ich mir vorstellen, dass ich viele Probleme einfach jetzt nicht so easy verarbeiten könnte, wie ich es jetzt halt mache, so. Aber sonst eine direkte Leidenschaft, außer die beiden jetzt habe ich nicht. Ist ja, denke ich, auch verständlich so, man braucht keine 10 Leidenschaften. Ich denke mal, 2 oder sogar eine, in der du wirklich alles steckst, was du hast, ist halt einfach das Beste, was du haben kannst, so. Das Ding bei mir ist halt, keine Ahnung, ich liebe dieses YouTube, mache ich lieber, aber auch das Zeichnen. Und dann noch Schule, privat, hier ein bisschen was zu tun, ne, das alles unter den Hut zu bekommen, ist oft schwer. Nur, es ist eine Leidenschaft und der geht man nach, egal wie stressig es deswegen wird. So, wisst ihr, was ich meine? Was würde euch an mir überraschen? Also, keine Ahnung, ob es einen jetzt direkt an mir überrascht, aber ich bin in Real Life dieser peinlich lustige Typ, der so aus richtig komischen Alltagssituationen trotzdem was Lustiges schafft, so, weil diese Peinlichkeit, keine Ahnung, ich nehme die auf und mache da was richtig Cooles draus. Aber sonst an sich bin ich auch an sich, keine Ahnung, sowas wie Hass oder wie jetzt richtig kacke gelaunt sein wegen irgendwas kenne ich nicht. Also wirklich, ich war seit, keine Ahnung, einem Dreivierteljahr nicht mehr mies drauf oder sowas. Vielleicht mal so 10 Minuten, weil ich irgendwas geschoben habe, was mich gerade mega angekotzt hat. Aber sonst eigentlich nie. Und Hass habe ich schon seit Jahren gefühlt nicht mehr verspürt. Und ich möchte mal ganz kurz nebenbei erwähnen, dass ich meine Fragen gerade hier von einer Dating-Website habe mit 201 Dating-Fragen, kann ich euch unten gerne verlinken. Und hier steht jetzt gerade, was würden wir jetzt unternehmen, wenn wir gemeinsam im Urlaub wären? Die Frage ist, gehen wir von einem Zuschauer aus oder sagen wir sind alle zusammen im Urlaub? Also ich würde schon cooler finden, wenn wir so alle zusammen im Urlaub. So mit einem alleine, das ist ein bisschen doof, so. Finden sich vielleicht manche benachteiligt und so. Nee, wir gehen alle zusammen in Urlaub, okay? Die Frage ist jetzt, wo fliegen wir hin? Wo wollen wir hin? Als Gemeinschaft. Wir sagen einfach mal, irgendwo auf der Welt fahren wir hin, Leute. Was würde ich mit euch unternehmen?
Oh, das ist schwierig, das ist schwierig. Also worauf ich auf jeden Fall Bock hätte, dass wir irgendwann spazieren gehen. Spazieren klingt vielleicht langweilig, aber wenn wir so eine Gruppe aus 100, 200 Mann sind und wir dann zusammen spazieren gehen, dann wäre das, glaube ich, richtig lustig. Also ich glaube, das wäre echt richtig, richtig lustig. Vor allem, wenn wir uns so ein bisschen verstehen und ich denke dadurch, dass ihr, ich weiß nicht, ob ihr mich so cool findet von der Person oder so, aber dadurch, dass ihr meine Videos guckt, gehe ich einfach mal davon aus, dass wir uns sowas verstehen würden, weil ihr mich scheinbar irgendwie findet ihr was an mir, was ihr scheinbar irgendwie mögt oder sowas. Und deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass wir uns verstehen würden und auf einer Wellenlänge sind so. Und ich denke, wenn wir dann so mit 200 Mann so durch die Wälder spazieren, Alter, und so, aber noch bei Tag, Leute, natürlich nicht in der Nacht. Im Dunkeln geht's nicht raus, wisst ihr Bescheid. Wenn wir dann so durch die Wälder spazieren, ich glaube, das wäre richtig lustig. Was können wir noch eigentlich alles machen, so? Ich würde mit euch so gerne einen Film gucken, aber so eine Komödie. Nicht so einen ernsten Film oder sowas, sondern eine Komödie. Ich glaube, eine Komödie mit euch zu gucken, wäre so heftig, so lustig einfach. Also wirklich jetzt, wenn wir so zu 200 Mann, oder so, wir könnten uns ein Kinosaal mieten, einfach gefühlt so. Von meinem YouTube-Money, was ich durch euch habe. Wenn wir uns den Kinosaal gemietet haben, gehen wir zusammen ins Kino und gucken zusammen einfach irgend so eine richtig lustige Komödie. Und keine Ahnung, ich kann mir das richtig geil vorstellen, wenn da irgendwelche Gags kommen, die vielleicht viele von euch feiern, oder die wir feiern so oder ein paar wenigstens, und dann so der ganze Saal lacht und alle denken sich so, boah, wir sind so in einer Gemeinschaft und so. Das könnte ich mir auch cool vorstellen. Aber man muss halt beachten, dass wir so alle wenigstens auf einer Wellenlänge sind. Und, oh mein Gott, Leute, wir könnten ein Video machen, wo wir uns in dem Kinosaal zusammen hinstellen, so Licht ausmachen, und dann, wenn das Licht angeht, singen wir irgendwas so zusammen, und das wird das neue Intro von mir. Das wäre auch heftig, das würde ich mit euch auch machen. Das wäre echt geil. Dann singen so alle, aber das müssen alle gemeinsam dann anfangen zu singen, wisst ihr? Und so richtig laut, und das wäre heftig. Das würde ich auch mit euch machen. Und vielleicht fahren wir irgendwo hin, wo es einen Strand gibt. Natürlich dann irgendwie nachmittags so am Strand chillen, Sandbogen bauen, ihr wisst. Sandbogen bauen, vielleicht baden gehen. Ich kann übrigens nicht schwimmen, ihr könnt mir Schwimmen beibringen. Sowas wäre auch cool. Das würde ich auch enjoyen, muss ich sagen. Alter, Leute, gibt es irgendjemanden von euch, der so, keine Ahnung, 3 Millionen auf dem Konto hat und uns so einen Auszug spendieren kann? Das wäre heftig. Leute, also ich würde echt gerne das. Ich habe gerade richtig Bock darauf. Also wenn irgendjemand was auf der hohen Kante hat, schreibt es in die Kommentare. Wir können gerne in Verbindung treten, dann gebt mir das Geld und ich organisiere das alles. Kein Problem. Nein, aber sowas wäre, denke ich, schon cool. So ein richtiger Ausflug, aber halt mit richtig vielen Leuten. Musst du halt hoffen, dass nicht so irgendwie richtig komische Leute dabei sind, wo du dir so denkst, hä? Aber ich denke, das wäre cool. Ich denke, ihr seid eh alle korrekt so, keine Frage. Deswegen alles entspannt. Wir haben jetzt noch das komplette Stück hier. Und wir haben nicht mehr so viel an Half-Slaps, die wir uns machen können. Mal sehen, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir auch Pech und uns fehlt irgendwie so ein Stack oder sowas. Das wäre natürlich ein bisschen sehr sad. Falls ihr auf die Seite unten geht und wirklich denkt, ihr könnt diese Fragen bei einem Date verwenden, macht das einfach nicht. Ich habe jetzt hier die Frage, hilft Geschlechtsverkehr bei Kopfschmerzen? Die Frage ist jetzt, was für Kopfschmerzen? Meinen Sie jetzt so kopfschmerzenmäßig, ich habe so viele Probleme? Oder habe so viel Stress momentan, deswegen habe ich Kopfschmerzen? Oder meinen Sie jetzt so Kopfschmerzen im Sinne von halt einfach körperliches Erleiden? Also ich muss sagen, so gegen richtige Kopfschmerzen ist es eine Ablenkung, in Anführungszeichen, für, keine Ahnung, eine kurze Zeit, also für die Zeit, wo es halt passiert. Vielleicht noch 10 Minuten danach, aber danach sind die Kopfschmerzen einfach wieder mit voller Wucht, da kannst du knicken, also würde ich sagen, dafür lohnt sich natürlich, also für das Gefühl, Alter, immer, gerne, kein Problem, aber direkt dagegen helfen tut es eigentlich nicht, halt nur für eine kurze Zeit. Und gegen Kopfschmerzen im Sinne von Stress oder sowas immer, also das ist so ein Stressabbau, du hast danach so einen klaren Kopf, wenn du es dann noch mit Leidenschaft machst, wisst ihr, wie ich meine, dann passt das alles, dann hilft das auf jeden Fall gegen solche Art von Kopfschmerzen, keine Frage, vor allem, wenn ihr es noch mit einer Person macht, die ihr einfach vergöttert so gefühlt, wisst ihr, was ich meine so. Und Leute, wir hatten extremes Glück, wir haben sogar noch eine ganze Menge übrig. Wie ihr seht, ist jetzt alles fertig. Wir haben hier alles ausgefüllt, hier einmal das Dach. Kann ich euch zeigen, so. Alles fertig. Theoretisch brauchen wir jetzt nur noch die Killinsel bauen, die baue ich jetzt auch direkt. Und dann müssen wir mal gucken, aber eigentlich müssten wir dann den ersten Zombie-Pigment, ne? Ja, anhitten können und wenigstens schon mal die Level bekommen. Den Stuff noch nicht, weil ich noch keine Hopper und sowas habe. Die muss ich dann irgendwann anders hier hochholen. Funktionell gesehen funktioniert die Farm dann. So, Jungs. Es ist vollbracht. Die Farm müsste genauso, wie sie jetzt ist, fertig sein. Ich hoffe wirklich, dass sie funktioniert. Ich kann euch nichts versprechen. Ich habe jetzt hier auch keine Schneebälle, sondern nur einen Bogen mit 3 Pfeilen. Deswegen wird das alles nur testhalber mal sein. Später wird das, was hier stirbt, dann in Hopper geleitet. Und diese Hopper bringen das dann hier runter auf die Plattform dort. Ich würde sagen, ich teste es einfach mal. Und
Drückt einfach die Daumen, dass es funktioniert. Okay, sie werden alle aggressiv. Sie werden aggressiv. Kommen jetzt alle her. Müssen sich eigentlich hier sammeln und sterben. Okay, das funktioniert sehr gut, würde ich behaupten. Okay, dann kill ich die jetzt einfach mal alle. Alter, selbst wenn wir die hier alle mit dem Schwert killen, ist das einfach so eine effektive Farm. So, Jungs, ich habe den Fehler entdeckt. Und als ich den Fehler entdeckt habe, ist mir auch direkt aufgefallen, dass wir hier heute definitiv zu wenig Eisen haben. Und ich eigentlich schon seit einer halben Stunde nicht mehr die Farm bauen sollte, sondern wo ganz anders sein sollte. Ich hole einfach noch ein bisschen Eisen. Ich will diese Farm heute beenden. Hier müssen nämlich 25 Minecarts rauf. Jetzt schaffen wir gerade mal 5 zu craften. Oh je, oh je. Leute, gute Nachrichten. Sehr gute Nachrichten. vielleicht doch nicht, habe ich kein Eisen mehr. Und wir haben nicht genug Eisen, um diese 25 Minecarts zu craften. Ist ein bisschen mies gelaufen, aber nicht zu ändern. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen 17 Uhr werde ich Eisen farmen gehen. Und sobald ich das Eisen habe, heißt es ab in den Nether. Und dann werden wir das erste Mal einen Level-Schuss dazu bekommen. Den, denke ich, den, auf den man so vorher einfach nie gekommen wäre, Leute. Ich hoffe, euch hat das kleine, etwas komische und verplante Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis morgen um 17 Uhr und ciao.